Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier in TSW 2. Willkommen zu einer neuen Folge Was macht der denn hier? Allerdings diesmal nicht in einem selbst erstellten Szenario von mir, sondern aus dem Creators Club. Und zwar ist das von Group E oder Group E, ich denke es ist englischsprachig. Thank you for the Scenario oder danke fürs Szenario. Ja, wir fahren die Baby Bullet auf der Strecke Hamburg-Lübeck. Das ist eigentlich ziemlich cool. Und ich hatte genau dieselbe Idee und wollte dafür ein Szenario erstellen gerade. Und habe dann gesehen, oh, ich habe schon eins runtergeladen von genau so einem Szenario mit der Baby Bullet auf der Strecke Hamburg-Lübeck. Sehr, sehr cool. Und da steht er, lass ihn erstmal aufrüsten, während hier der ICE abfährt. Ich glaube, viele der Fahrzeuge sind tatsächlich deutsch und passen so ein bisschen. Aber ich glaube, es gibt auch so ein paar englischsprachige dabei. Also es wird, glaube ich, noch interessant, was uns da erwartet. Und der große Vorteil ist, deswegen habe ich jetzt auch mal von jemand anders das genommen, jetzt bin ich wirklich überrascht von den Zügen, die hier fahren. Und weil sonst, wenn ich es selber erstelle, dann weiß ich halt, welche Züge hier fahren. Diesmal ist es halt wirklich auch eine Überraschung für mich, welche Züge hier rumfahren. So, neutrale Position, die brauchen wir auf Lösen. Dann brauchen wir noch so, wir müssen noch irgendwas auf Passagier schalten, glaube ich. Ne? Frontscheinwerfer hinten brauchen wir, können wir ausschalten. Die können wir auf Hell schalten oder auf Dimmen. Ne, wir stellen mal auf Hell, das müsste reichen. Wir müssten irgendwo noch eine Passagier, glaube ich, machen. Irgendwo noch auf Passagier schalten, meine ich. Das hier, genau. Absperrventil auf Fahrgast. Und jetzt sollte es gleich losgehen. Glaube ich. Wir gucken mal, ob das Quadrat rechts unten weiß wird. Und wenn das weiß ist, können wir losfahren. Ist es noch nicht. Was haben wir vergessen? Eigentlich sollten wir alles anhaben. Ami-Züge und so. Ach ja, wir haben die Türen offen. Hey, daran kurz liegen. Die hatte ich ja nochmal aufgemacht. Und dann geht's jetzt vermutlich gleich los. Jetzt geht's los. Sehr gut. Und dann Leistung aufschalten. Und raus aus Hamburg. Beziehungsweise müssen noch warten. Wir haben ein rotes Signal. Ich denke, der ICE hat zuerst Ausfahrt. Ich glaube, der wird auch vor uns fahren. Das heißt, wir fahren einem ICE hinterher. Interessant. Deswegen, ich mag es echt gerne, Szenarios von anderen zu fahren, weil das halt, ich baue auch gerne selber Szenarios, aber wenn ich dir dann fahre, finde ich es halt auch interessant, andere Szenarios zu fahren, weil dann kennt man halt nichts, dann weiß man nicht, was hier passiert. Und ich finde es gerade interessant, dass wir wahrscheinlich dem ICE folgen werden, was das rote Signal angeht. Wollen wir schon mal, ich wollte gerade sagen, man darf ja eigentlich nicht im Regional bis zum roten Signal vorziehen, aber wir spielen eine Amilok auf einer deutschen Strecke, komm, als würden wir jetzt hier mit Realismus rangehen müssen. Aber normalerweise darf man in Bahnhöfen nicht vorziehen zu roten Signalen. Da müssten wir sozusagen warten, bis es grün wird oder den Fahrdienstleiter fragen. Aber ich denke, wenn wir hier mit einer Ami-Lok rumfahren, dann sei mir das erlaubt. So, die Frage ist, ob wir jetzt gleich grün kriegen oder ob wir jetzt noch warten müssen. Ich vermute, wir müssen warten. Also eigentlich ist klar, dass wir warten müssen, bis der Zug im nächsten Abschnitt ist, aber ich bin nicht ganz sicher, wie lange es dauert. Warum bremst der nicht? Wir bremsen mal mit der hinterher. So. Lösen hier nochmal die Bremse. Und warten hier mal auf Ausfahrt. Schönes Bild. Irgendwie finde ich, der passt dir. Keine Ahnung warum. Ich mag die Baby Bullet. Das ist einer meiner absoluten Lieblingsloks. Wirklich schön. Und wir haben Ausfahrt. Ach ja, wir haben die Bremse noch angezogen. Aber sie hat. Ich sag immer Space Shuttle zu diesem Zug. Weil der sieht vorne aus wie so ein Space Shuttle. Finde ich total cool. So, nächstes Signal dürfte dann wieder rot sein, 1,4 Kilometer, aber ich denke, der ICE, der wird erstmal ordentlich Strecke vor uns machen, der wird weg sein. Es sei denn, der hält hier auch alle paar Meter, keine Ahnung. Es kann natürlich auch sein, dass der hier auch einen regionalen Fahrplan hat. Falls ihr mal einen ICE auf dem S-Bahn-Fahrplan sehen wollt, könnt ihr mal in die letzte Folge reinschauen. Da bin ich mal mit einem ICE über eine S-Bahn-Strecke oder als S-Bahn gefahren. Auch sehr interessant. Ich würde gerne noch mehr Lichter anmachen vorne. Ich weiß nicht, was das richtig ist. Wenn wir das hier noch anmachen, da passiert nichts. Ne, das ist hinten. Ja, hätte mich auch gewundert. Diese seitlichen Lichter würde ich gerne anmachen. Aber man kann ja... Ja, jetzt ist nur das Horn an. Jetzt ist die Frage, wie kriegt man das wieder aus?
Es ist immer ein Spaß, wenn man hier das Horn anschaltet. Das ist ja hier irgendwo, ne? Genau. Läutewerk. Nicht das Horn, das Läutewerk ist an. So. Wir dürfen ja dann auch gleich wieder 60 fahren. Mir das hier nochmal angucken, wie er hier durch Hamburg fährt. Sehr schön. Da dürfen wir gleich 60, aber wir halten ja dann weiter auch wieder. Wir fahren einen Regionalbahnfahrplan, soweit ich gesehen habe. Ich weiß nicht, ob wir an jeder Haltestelle halten, aber wir halten relativ häufig. Bis Bad Oldesloe fahren wir auch nur. Also, keine Ahnung, wie lange dauert das? 30, 40 Minuten? Denke ich mal. Ich versuche den auch einigermaßen vernünftig zu fahren, ne? Also, dass wir wirklich hier. Ich meine, Fahrplan haben wir nicht, aber ein bisschen vernünftig halten und so. Unter die Geschwindigkeitsvorgaben halten. So, 100 haben wir gleich. Und wieder Leerlauf. Das Szenario übrigens, wie immer, unten in der Videobeschreibung. Falls ihr das auch mal spielen wollt, gibt's wie gesagt im Creators Club. Auch kein Kollege dabei. Ah, jetzt geht es mal aufs richtige Gleis. Stimmt, wir waren ein bisschen Gegengleis gefahren, tatsächlich sogar. Und jetzt geht es erstmal aufs richtige Gleis, während auf der anderen Seite der Gegenzug wartet. Auch ein Ami-Zug. Da bin ich mal gespannt, was uns an Zügen hier noch so erwartet. Ein bisschen was sieht man immer vorne, wenn man das Szenario startet, was so an Zügen da drin sind in dem Szenario. Aber ich glaube, man sieht auch nicht alle. Sehr schön. Und jetzt 100. Und dann lass uns mal durchbeschleunigen. So, dass wir dann möglichst schnell auch in Hasebruck sind. Oder Hasselbrook. Zwei Essen, ich sag mal Hasel, aber eigentlich müsste es Hasselbrook sein, ne? Ja. Zwei S wird es Hasselbrook sein. Vermutlich, keine Ahnung. Und da kommt er halt schon näher. Ich weiß nicht genau, wie der bremst, deswegen bin ich ein bisschen vorsichtig. Ich glaube, der bremst nicht so schlecht, aber es ist halt auch ein Ami-Zug, ne? Rechts unten die Anzeige ist zum Glück ein km/h. Dann können wir versuchen, mit 60 Bahnsteig anfangen, wieder zu fahren. Aber selbst das, wenn man beim Flirt guckt, ne? Zum Beispiel, da wird das ja auch schwierig. So. Da kommt der Bahnhof. Ach. Ja, das ist die automatische Bremsung. Wir müssten die ein bisschen mehr bremsen. Ach nee, das ist ja automatisch bremsen, wenn man da bremst. Okay, interessant. Weiter haben wir noch 100 Meter, haben wir noch. Das sollte passen mit den 30. Ich glaube, wir stehen ein bisschen früh, aber ist jetzt auch nicht so wild. Sollten aber mit dem ganzen Zug drinstehen im Bahnhof. Ja, passt. Sehr gut. Oder dürfen wir gleich 120? Ich glaube, die Höchstgeschwindigkeit ist 160. Was schafft, kann eigentlich der Zug hier? Gibt es eine Vorgabe? Gut, wir fahren auf der deutschen Strecke. Da müssen wir uns nicht an Vorgaben halten, glaube ich, von
amerikanischen Zügen. Trotzdem wird mich das interessieren, was der so kann. Müsst ihr wahrscheinlich umrechnen in mph in kmh. Der Vorteil ist wieder, hier seht ihr die mph-Anzeige und rechts unten hat die kmh-Anzeige. Damit kann man das mal schön vergleichen. Wir verriegeln schon mal wieder die Tür. Lösen die Bremse. Oh, wir müssen nochmal entriegeln. Ja, ganz knapp zu früh verriegelt. Und dürften jetzt wieder beschleunigen. Ja, und los geht's. Mal gucken, ob der Radschlupf kriegt, wenn wir voll durchbeschleunigen. Ich meine, wir sind ja immer in der RB. Ne, aber schafft er, glaube ich, auch ganz gut. Ja. Ist jetzt auch nicht so heftig, die Beschleunigung. Wenn er durchbeschleunigt, ist jetzt auch nicht so heftig, finde ich. Das passt. Dann gleich dürfen wir sogar 140, aber vorher halten wir noch in Wandsbek. Oder Wandsbek. Wandsbek, ne? Dann Zug entgegen. Ah, da rollt einer neben uns. Cool, Parallelfahrt. Mit einem Ami-Zug. Sehr schön. Cool gemacht. Sehr, sehr schön. Deswegen mag ich Szenarios von anderen Spielen, weil das war jetzt eine Überraschung. Und wir müssen bremsen. Ja, das habe ich natürlich. Das ist ja gemein. Leg mich doch nicht mit einem anderen Zug ab, während ich bremsen muss. Wir machen mal volle Leistung, damit wir den überhaupt noch runterkriegen. Ich glaube, das wird nichts. Nee, da rollen wir voll rüber hinaus. Da hat er mich schön abgelenkt. Der Ersteller des Szenarios. Bleiben die. Ah, ich glaube, die Wagen bleiben wenigstens am Bahnsteig. Ja. Passt. Wagen stehen am Bahnsteig. Und da saust der Ami-Güterzug dran vorbei. Sehr schön. Also, das Szenario gefällt mir wirklich gut. Da hat sich jemand Mühe gegeben mit dem Fahrplan. Dass der hier parallel fährt. Dass der ICE vor uns herfährt. Das ist cool gemacht. Und hier oben ein schönes Riesenrad. Das ist, glaube ich, soll jetzt Hamburger, wie heißt der Hamburger Dom, glaube ich, ne? Soll das, denke ich, mal darstellen? Diesen Jahrmarkt. Ich frage mich, ob der Güterzug jetzt vorgelassen wird oder ob wir vorgelassen werden. Hängt vielleicht auch so ein bisschen davon ab, wie schnell wir jetzt hier loskommen, hätte ich gesagt. Wir werden es sehen. Und los. Wohl 1,1 Kilometer haben wir ein grünes Signal. Vermutlich werden wir vorgelassen. Denke ich mal. Ich wollte gerade sagen, eigentlich ja Nahverkehr vor Güterverkehr, aber da wir bei der Ami-Züge sind, in Amerika oder in den USA, ist es ja öfters so, dass auch die Güterverkehr, dass der Güterverkehr Vorzug vor dem Personenverkehr hat. Weil einfach die Strecken den Güterverkehrsunternehmen gehört. So, warte mal. Ach, nee, falsche Taste. 8 wollte ich haben. Wollte einmal rüber gucken. Ah, guck mal, hier ist der Jahrmarkt. Und wir rollen jetzt hier weiter. Sehr cooles Bild. Sehr, sehr schön. Oh, man hört ja auch richtig Disco. Beziehungsweise laute Musik. Schön. Und wir rollen jetzt wieder an dem Güterzug vorbei. Und entgegen kommt wieder ein deutscher Dostos. Ist eine sehr interessante Mischung hier. Muss man schon sagen. Nächster Halt Hamburg-Tondorf, 2,2 Kilometer.
Und der macht Spaß hier zu fahren, ne? Der Baby Bullet. Das kann der eigentlich in Höchstgeschwindigkeit. Ich glaube, so schnell ist der gar nicht, ne? Man sieht ja auch, wir haben volle Leistung drin. Beschleunigen ist nicht so seine Lieblingsbeschäftigung, merkt man gerade. So wirklich schnell beschleunigen tut er nämlich nicht. Bei, ja, das sind nur 0,3% Steigung. Das ist ja jetzt nicht so viel, deswegen. Und wir müssen wieder für Hamburg-Tonnendorf bremsen. Ich hoffe, ich habe Bremsen wieder zu spät. Es ist halt kein Triebwagen, ne? Er braucht ein bisschen zum Bremsen. Das wird schon wieder sehr, sehr knapp alles. Ich glaube, das wird nichts. Wir gehen mal in Notfall. Heute bin ich wieder Bremsmeister, ne? Ich bin deutsche Züge. Ich bin in letzter Zeit zu viel Triebwagen gefahren, die deutlich besser bremsen. Die erste Tür nicht. Aber schön hier wieder mit der Schnellbremsung hier einfach mal rein. Alles rausgeholt aus der Bremse. Das kann man durchaus besser machen. Aber so hat man ein schönes Bild mit dem Zug auf der Brücke. Na, wenn man denkt, hätte man ein schönes Bild, wenn damit die Kameramann nicht so komisch sitzen würde. Naja. Gehen wir wieder rein. Und schließen dann gleich schon mal die Türen. Sind die schon schöne Türen? Ich habe die doch gerade geschlossen, oder? Ach, ich habe jetzt beide aufgemacht. Ja, ich bin wieder ein Schlaukeks. Ich habe die rechte aufgemacht. Ich wollte gerade sagen, irgendwas hat hier nicht ganz gepasst. Man, gut, dass wir wieder keinen Fahrplan haben. Ich muss mal ab und zu mal wieder eine Fahrplanfahrt machen, ne? Auch wenn wir jetzt hier viele andere Szenarien ausprobieren, wenn das super Spaß macht. Ich finde es irgendwie auch mal wieder schön, nach Fahrplan zu fahren. Das fehlt mir dann so ein bisschen in den Szenarien immer. Dieses zu sehen, wie pünktlich man ist. Oder in meinem Fall zu sehen, wie viel man zu spät ist. Hamburg-Rahlstätten ist da halt. Obwohl wir die Strecke ja schon häufig gefahren sind, ist es mal wieder was anderes, mit einem anderen Fahrzeug immer zu fahren. Wir sind ja hier, haben wir einen 8-Stunden-Stream hier schon drauf gemacht auf der Strecke und wir sind, glaube ich, schon mal öfter hier gefahren, auch mit einer 146, kann ich mich dran erinnern. Das war auch noch Bad Oldesloe gefahren, oder? Ich meine ja. Nee, Bad Oldesloe ist noch weiter hinten. Ich glaube, wir sind da noch nicht bis Bad Oldesloe gefahren. Aber so ist es mal wieder was ganz anderes. Ja, wie gesagt, den ICE werden wir nicht mehr einholen. Der fährt tatsächlich wohl einen Fernverkehrsfahrplan. Der ist weg. Was ganz gut ist. Andererseits wäre es sogar interessant gewesen mit ein paar roten Signalen. Aber so ist es auch ganz gut. Na, Spiel abgeschmiert? Nee, ich glaube nicht. Nee, das ist nur ein langer Lader. Der lädt halt etwas länger. Und wir müssen bremsen. Da habe ich schon wieder nicht aufgepasst, Entschuldigung. Alter, was ist denn heute mit meiner Bremsung hier los? Ich will ja nicht sagen, dass ich gerade aufs Handy geschaut habe oder abgelenkt war oder so. Das würde mir nicht passieren. Und ich glaube, den kriegen wir auch nicht, den halt.
Also ordentlich mal, dass wir die. Also wir kriegen den schon wahrscheinlich noch. Aber dass die Türen alle am Bahnhof stehen, das wird das meiste sein, wo wir dran vorbeischießen, denke ich mal. Ja. Puh, die zweite Tür steht wieder am Bahnhof. Ich wollte ja ein bisschen vernünftiger fahren hier. Ja gut, bei dem Szenario, aber trotzdem. Man will ja dann trotzdem vernünftig halten. Und nicht so mit Schnellbremsung hier irgendwie reindonnern in die Bahnhöfe. Wir rollen, ne? Wir rollen. Wir nehmen mal ein bisschen Bremse rein. Schließen schon mal gleich die Türen. Sag mal, warum räumen wir denn immer noch? Wir haben eine Bremse drin. Nehmen wir die Bremse ein bisschen rein. Bremse raus. Und auf geht's. Ahrensburg ist dann der nächste Halt. Oh, da war ganz schön Probleme, jetzt nach vorne zu kommen. Jetzt geht's nach vorne. Naja, braucht halt ein bisschen, ne? Diesel, Motor. Er braucht ein bisschen, bis er anspringt. Und dann haben wir in 8,5 Kilometern dann schon Ahrensburg. Wir fahren jetzt aber ziemlich durch, ne? Bis Ahrensburg ist ja echt kein Halt mehr. Kann sein. Oder fahren wir jetzt durch den Bahnhof durch? Kann auch sein. Keine Ahnung. Wir werden sehen. Na, wir halten aber tatsächlich an vielen Bahnhöfen. Also ich glaube an allen bisher noch. Ich glaube nach bis Ahrensburg kommt ja jetzt kein Bahnhof mehr. Können wir jetzt mal ein bisschen länger fahren. Sind jetzt auch aus dem Stadtgebiet raus, wie man sieht. Kommen ein bisschen aufs Land. Und wir hatten nachher eine Kupfermühle. Ich finde mir auch, da hatte ich auch selten. Aber ich mag den Bahnhof. Ich glaube, ich fahre auch selten bis nach Bad Oldesloe. Meistens fahre ich irgendwie eine kurze RB-Strecke. Oder fahre halt den RE, der auch nicht in Kupfermühle hält. Also... Die Leute werden, wenn sie aus dem Fenster gucken, auch sich ein bisschen wundern. Erstens für die Lautstärke, weil wahrscheinlich nicht so viele diese Züge rüberfahren. Vielleicht ab und zu ein Güterzug mit Diesel bespannt. Doch, dann wahrscheinlich einige sogar, ne? Also, hinter Lübeck ist ja Diesel noch. Und die Strecke spielt ja vor 2 Jahren oder so. Deswegen, da ist ja hinter Lübeck Dieselverkehr. Und Richtung Fehmarn hoch. Und da wird bestimmt der ein oder andere Güterzug mit dieser Traktion oder mit dieser Lok bespannt sein. Aber trotzdem werden sich ein bisschen wundern, zumindest bei dem Anblick, der hier entlang fährt. Dann versuchen wir in Ahrensburg mal ein bisschen besser reinzubremsen. Aber ich glaube, vor Ahrensburg muss man eh abbremsen. Da kann man, glaube ich, nicht mit 140 rein. War vor Ahrensburg diese Kurve, wo man irgendwie auf 70 runter musste? Oder bei dem... Oder auf 90? Oder war das vor einem anderen Halt? Nee, das war, glaube ich, vor... War es vor Bad Oldesloe? Nee, war es auch nicht. Keine Ahnung, wo es war. Oh, ein IC. Sehr schön. Darf auch nicht fehlen. Eine schöne 101.
Aber ich glaube, eine normale, oder? War jetzt keine besondere Lackierung. Nee, ich glaube, hier sind keine besonderen Lackierungen verbaut im Szenario. Bisschen schnell sind wir. Und bald dürfen wir und auch nur noch 130. Ach nee, das ist erst nach Ahrensburg. Wir können tatsächlich mit 140 in Ahrensburg reinfahren. Stimmt, wir halten ja so rechts an den Bahnhöfen. Da kann man, glaube ich, wirklich mit 140 reindonnern. Das heißt, wir müssen tatsächlich ein bisschen aufpassen. Wir bremsen mal einen Kilometer vorher, ne? Weil der ist ja wirklich ein bisschen schwieriger zu bremsen als zum Beispiel ein Triebwagen, ein moderner. Ich ziehe mal die falsche Bremse an, ne? Da kommen wir wieder mit 100 an den Bahnsteig ran. Uiuiuiui. Ja, weil ich immer erst die falsche Bremse ziehe, weil ich immer erst denke, es ist ein Kombihebel, aber natürlich die Bremse hier rechts, diese Extrabremse, die sorgt noch für eine bessere Bremskraft, deutlich bessere Bremskraft. Und so rauschen wir wieder ein bisschen über den Bahnhof hinaus. Aber alle Türen stehen am Bahnhof. Das ist doch gut. Türen sind offen. Wir lösen die Bremse hier wieder. Und dann müssten wir direkt wieder halten in Gartenholz, dieser Bahnhof mit der schönen Brücke. Ist ziemlich windig, ne? Guck mal. Der Wind pfeift. Aber gut, wir sind in Norddeutschland, ne? Da ist öfters mal windig. Steife Brise, oder wie war das? Ich versuche jetzt keine Akzente. Das endet bei mir immer so. Ich glaube, das endet bei mir immer so, dass das ein bisschen seltsam klingt. Ich kann nämlich keine Akzente. Ich beneide Leute, die ein bisschen Akzente nachmachen können, aber ich kann es halt überhaupt nicht. So Stimmenimitator ist, glaube ich, nichts für mich. So, Ahrensburg Gartenholz, nächster Halt. Und gleich dürfen wir dann sogar 160. Ich glaube, das ist der einzige Abschnitt, in dem man das dann darf. Bis kurz vor Bagde Heide war das, glaube ich, mit dem, wo man dann so auf 90 runter musste. Wenn wir PZB hier drin hätten, müssten wir da aufpassen. Aber jetzt halten wir gleich mein Gartenholz. Und sollten dran denken, die richtige Bremse zu benutzen. Nämlich die, die vernünftig Bremsgrad entfaltet und nicht die andere. Leistung raus. Bremse rein. Wir gehen mal direkt auf 100%, sonst kriegen wir den nicht runter. Aber ist sogar zu früh diesmal, oder? Obwohl, 600 Meter? Na, ist zu früh. Wir
lösen die Bremse nochmal wieder. Und da kommt der nächste Gegenzug. Oh, das ist aber, glaube ich, dieser andere Ami-Zug. Ja, genau. Oder war der jetzt? Das war auch eine Baby-Bullet, oder? Nee, das war der andere Ami-Zug, genau. Der auch bei dieser Strecke dabei ist. Und jetzt habe ich wieder vergessen, das zu bremsen. Weil ich mir Züge angeguckt habe. Und dann rollt er tatsächlich noch ein bisschen drüber hinaus. So. Noch drei Helte, Bagdeheide, Kupfermühle und Bad Oldesloe dann. Und da bin ich mal gespannt, weil ich habe irgendwie auch noch einen Dieselzug gesehen, einen britischen. Mal gucken, ob der uns auch noch entgegenkommt. Vermutlich ja. Oder steht in Lübeck, aber es wäre ein bisschen sinnlos. Da kommen wir ja heute nicht mehr hin. Würde ja sogar Sinn ergeben. In Bad Oldesloe müsste ja eine Strecke links abzweigen, glaube ich. Für, ist da nicht so eine Dieselstrecke noch? Zumindest früher war da, glaube ich, eine Dieselstrecke. Keine Ahnung. So, könntest du verriegeln? Gehen die Türen jetzt auch zu oder habe ich jetzt wieder die falsche Seite? Ich habe wieder die falsche Seite, glaube ich, zugemacht oder aufgemacht. Keine Ahnung. Und jetzt sollten wir los können. Nächste Halte, Bagdeheide. Hier ist auch noch irgendwie diese Strecke, ne? Aber ist das. Ist so wie so ein Anschlussgleis, denke ich, ne? Sieht man das? Ne, sieht man nicht mehr drauf. Vermutlich irgendwie ein Anschlussgleis für ein paar. Und es endet hier auch. Ein Anschlussgleis, das nicht mehr viel anschließt, außer ein Wald oder eine Wiese. War bestimmt mal ein Anschlussgleis für irgendwelche Firmen oder so. Da waren wir die 2,8 Kilometer haben wir schon wieder 90. Mal gucken, ob wir die 160 überhaupt erreichen. Vermutlich nicht. Nochmal von außen gucken, oder? Und diese Doppelstockwagen sind halt auch cool. An die 90 gleich dran denken? Ja, 160 haben wir auf keinen Fall geschafft. Wir sind gerade mal bei 120 und müssen dann gleich schon wieder für die 90 bremsen. Ja, die Bremse braucht echt ein bisschen, bis sie anzieht. Ich glaube, das wird ein Jahr 100. Das wird 90 ein bisschen knapp geworden. Und wir nähern uns jetzt auch schon Bagdeheide. Da ist der Bahnhof, da ist der Halt.
Dann sollten wir jetzt wieder ein bisschen in die Bremse. Ach, wir nehmen auch die falsche Bremse gerade wieder, ne? Bin mir nicht ganz sicher, das könnte. Ja, es wird sogar ein bisschen viel. Ein paar Meter bitte noch nach vorne, das ist mir ein bisschen früh, wie wir hier jetzt halten. Zug. Ein paar Meter noch nach vorne, bitte. Sehr gut. Und dann bremsen wir jetzt ab. Und lösen die Bremse wieder. Ich bin hier mal gespannt, wenn die... das ist einer der Strecken, die ich nicht habe. Ich überlege mir tatsächlich, wenn der jetzt hier... Habe ich gehört, dass der auf Oakville Subdivision irgendwie auch fahren soll. Auch wenn er da eigentlich überhaupt nicht hingehört, als kalifornischer Zug. Wollte zumindest die Preserve Collection Crew vielleicht machen. Aber es wäre cool, wenn der da rumfahren würde. Dann würde ich mir sogar überlegen, die Strecke zu holen. Wo die Strecke wahrscheinlich überhaupt nicht für den Personenverkehr ausgelegt ist. So, Türen zu. Endregeln, schon wieder falsche Seite, beide Fährregeln. Dann hier lösen, Bremse lösen, passt und auf geht's. Nochmal zurück und auf geht's. Kupfermühle, nächster Halt. Das schöne, kleine, schnucklige Bahnhof. Ist kein Bahnhof, ist eine Haltestelle. Ein Haltepunkt. Ein Bahnhof braucht immer eine Weiche. Ist zumindest das, was ich als Definition von einem Bahnhof gerade im Kopf habe. Lassen wir zumindest nur mal auf die 140 durchbeschleunigen, obwohl wir das bis Kupfermühle schaffen, weiß ich auch nicht, 140. Das müssten wir sehen. Könnte auch eng werden, ne? Der beschleunigt halt wirklich nicht schnell. Gut, es geht bergab, da könnte er noch ein bisschen besser beschleunigen. Aber wirklich schnell ist das auch nicht. Wenn man sich irgendwelche Triebwagen anguckt. Aber ist logisch, ne? Ein bisschen älterer, lokbespannter Zug. Der wird nicht so schnell beschleunigen. Und auch nicht so super bremsen. So, Kupfermühle, wieder Kilometer vorher ans Bremsen denken, würde ich sagen. Und dann gleich bremsen, dass wir den zum Stillstand kriegen aus 140. Ja, ich glaube, wir müssen jetzt sogar schon ein bisschen rein. Ich würde sogar sagen, wir gehen direkt in 100%, dass wir den runterkriegen, sonst wird es, glaube ich, zu... Schaffen wir das nicht? Aber es ist, glaube ich, ein bisschen schnell jetzt, wie wir bremsen. Ich glaube, es ist ein bisschen viel jetzt gerade. Wir nehmen nur mal raus.
Obwohl, 400 Meter haben wir nur noch. Da kommt der Bahnsteig schon. Wir müssen jetzt mit voller Leistung. 70 Bahnsteig Anfang, schaffen wir das? Oh, Notfall, war Notfall nötig? Ja, vielleicht, ja. Ich dachte, da war noch eine Bremsstufe übrig. Vor der Notbremsung oder der Schnellbremsung. So. Stehen wir also in Kupfermühle. Lösen hier schon mal wieder die Bremse. Wo stehen wir? Ne, wir stehen nicht abschüssig. Dann können wir den auch schon mal lösen hier. Warten noch kurz, bis die Fahrgäste alle eingestiegen sind. Und machen uns auf zum letzten Halt. Was war das? Bad Oldesloe. Genau, Bad Oldesloe. Regen. Und irgendwie habe ich Bock, weil der Bahnhof echt schön ist, hier vom Bahnübergang uns abfahren zu sehen. Warte, nee, den will ich nicht. Den wollte ich haben. Und dann hier einfach mal so vom Bahnübergang positionieren. Oder, ja genau, hier vom Bahnübergang. Und dann schauen, wie wir abfahren. So sollte hier alles gehen, da sollte man loskommen. Nochmal ein bisschen im amerikanischen Style warnen. Auch cool. Und wieder rein. Vor Bad Oldesloe dürfte man auch nochmal runtergebremst werden, weil ich glaube, wir fahren links auf das Gleis, wo die anderen RBs auch immer sonst halten. Mal gucken, ob wir die 140 jetzt nochmal erreichen. Ich denke doch, 5 Kilometer haben wir noch. Beziehungsweise wahrscheinlich nicht, weil dann wahrscheinlich vorher eine Geschwindigkeitsbegrenzung kommt, noch kurz vorher. Oder wir halten tatsächlich auf den Hauptgleisen, aber das würde mich wundern, wenn wir hier einen RB-Fahrplan fahren. Und für kann das sein, dass wir ja einfach, dass er einfach auf Gleis 1 hält, kann auch sein, keine Ahnung. Ne, 60 runterbremsen, das meinte ich, genau. Die 60, die werden das sein, das ist die Einfahrgeschwindigkeit. Wir fahren links auf das Gleis. Aber alles grün, sehr gut, kein Zug vor uns. Oder der jetzt irgendwie die Hauptstrecke blockiert, dass wir da rüberkommen, nicht rüberkommen. Und ich weiß, ich spiele schon wieder auf dem falschen Profil, aber irgendwie spiele ich in letzter Zeit immer auf dem falschen Profil. Ich denke nie dran, die Profile zu wechseln. Es ist eh so ein Running Gag bei mir mit den Profilen, dass ich eigentlich immer angelegt habe, um da immer zu wechseln zwischen Stream, Let's Play und ja, wenn ich mal so fahre für mich. Aber irgendwie vergesse ich das eh immer. So, 3,1, wir nehmen die Leistung raus. Wir müssen dran denken, dass wir in 2,3 ja schon 60 fahren sollen. Da würde ich jetzt auch einen Kilometer vorher auf jeden Fall auf die 60 runterbremsen. Vielleicht so mal 1,2 oder so. Dann auf 60 runter. Dann lösen wir jetzt schon mal so langsam. Lösen. Ja gut, das haben wir ein bisschen früh auf 60 runter, aber passt schon, 300 Meter vorher.
Dann geht's hier links über die Weiche. Und dann fahren wir da links in den Bahnhof rein. Und das hat irgendwie Spaß gemacht, fand ich mit der. Ich finde es halt immer wieder schön, so außergewöhnliche Fahrten zu machen. Deswegen, ich versuche immer wieder, was öfter mal was bringt, was machst du denn hier sozusagen als Format zu bringen. Dann vermutlich wieder mit ein paar eigenen Szenarien. Oder ich gucke mal, ob ich noch was im Creators Club finde. Finde beides irgendwie cool. So, dann geht's hier raus. Oh, wir sind zu schnell, wir dürfen nur noch 40 eigentlich. Und hier sind tatsächlich Prellbocke. Ich dachte, hier wäre früher mal eine Strecke gewesen, dass die, oder? Geht die nicht noch weiter hier? Ich sehe nicht mehr eine Strecke. Ja, die geht da raus, wollte ich ja sagen. Hier muss dann links noch irgendwie eine Strecke sein. Oder haben wir nicht mal nachgeguckt und die endet, ja, die endet hier auch vor dem Prellbock, ne? Okay. Da rollt was durch. Ich sag, schön abgepasst hier, ne? Nein, nicht rotes Signal, nicht rotes Signal, nicht rotes Signal. Ach, Mann. Ich habe mich gerade auf den Güterzug konzentriert. Das ist doch gemein. Aber ich würde sagen, das ist immer wieder ein interessantes Ende dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Macht's gut und tschüss. Ich würde mal sagen, wirklich ein Labernende, ne? Tschüss.